Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht's um Active Records. Active Records sind eine Alternative zum Table Data Gateway, das wir letztes Mal uns angeguckt haben, und funktionieren ein bisschen besser, oder was heißt ein bisschen deutlich besser, mit dem Domain Module, was wir uns auch schon vor ein paar Videos angeguckt haben. So, bei Active Records geht es also auch darum, wie man auf eine Datenbank zugreift. Die Datenbank hier auf der rechten Seite. Und ja, das ist im Endeffekt genau das, was es ist. Es ist eine aktive Klasse. Das heißt, eine Klasse im Sinne von Objektorientierung. Das heißt, wir haben hier eine Klasse User und die hält sich sozusagen alles, was sie braucht, um auch selbstständig auf die Datenbank zugreifen zu können. Das heißt, die offizielle Definition ist, eine solche Klasse mappt eine Zeile von einer Datenbank oder von einer Tabelle besser gesagt in eine Klasse. Das heißt, eine so eine Zeile ist eine Instanz dieser Klasse. Macht ja auch irgendwie Sinn im Sinne von der User-Datenbank, da kann man sich das super vorstellen. Funktioniert aber auch tatsächlich super gut mit allen anderen Datenbanken. Das heißt, nicht solche möglichst intuitiven Beispiele, sondern man hat ja auch wirklich unintuitive Beispiele, aber die User-Datenbank ist, glaube ich, ein super Beispiel dafür, dass es ganz gut funktioniert. So, was kann diese Klasse jetzt also? Diese Klasse muss natürlich sich in Vornamen und Nachnamen speichern. Eigentlich First Name, Last Name habe ich hier jetzt mal auf Deutsch gemacht gehabt. Die sind immer dann dieselbe. Also First Name, Vorname, Last Name und Nachname. Und genau, was man jetzt hier hat, ist eine Static-Methode, um eben so ein User-Objekt zu generieren. Und diese Static-Methode geht in die Datenbank und findet hoffentlich nach einer ID oder durch die ID die jeweilige Zeile hier und baut daraus eine Instanz der Klasse User. Achtung, hier kein Record-Set mehr. Das heißt, wir haben hier auch wirklich eine Factory, die sich sozusagen selbst produziert durch diese Static-Methode hier. Ja, hört sich erstmal verrückt an, ist aber tatsächlich gut möglich und ist auch eine super Idee. Okay. Und dann haben wir natürlich die CRUD-Methoden, das heißt hier einmal updaten. Achtung, warum habe ich hier keine Parameter? Naja, Getter und Setter kann ich hier trotzdem noch generieren. Das heißt, ich kann hier auch den Last Name und den First Name zum Beispiel einfach verändern. Und dadurch habe ich automatisch ein Update auf diesem Active Record. Das heißt, diese Updates sind aber nur im Memory, das heißt nur im RAM-Speicher sozusagen, also nicht permanent abgelegt. Und wenn ich die permanent ablegen möchte, dann schreibe ich einfach alles zurück in meine Datenbank mit einer Update-Methode. So. Insert wäre wahrscheinlich als Static-Methode ein bisschen besser modelliert hier in dem Fall. Und ja, schreibt im Endeffekt eine neue Instanz von oder eine neue Zeile in diese Datenbank rein. Man kann aber auch einfach einen New User benutzen und dann kann man hier die Insert-Methode benutzen. Das heißt, hier braucht man nicht mal unbedingt ein First Name und ein Last Name. Das sind so zwei Möglichkeiten, die man hier hat. Also entweder hier Insert als Static-Methode, die dann direkt hier in die Datenbank schreibt, oder ein New User anlegen und dann einfach die Update-Methode benutzen oder einfach hier auch eine separate Insert-Methode ohne Parameter benutzen. So. Und dann natürlich Delete, da löscht sich einfach der User erstmal selber aus der Datenbank und dann löscht er von mir aus auch noch die Instanz. So, aber was jetzt auch noch sehr, sehr interessant ist, es geht noch weiter. Und zwar, dieser User handelt nicht nur sich selbst in der Datenbank, sondern er hat auch noch Funktionen für die Domäne. Also das heißt, er kann auch noch selbst benutzt werden, er kann hin und her gereicht werden, er kann wirklich als User funktionieren, als User-Objekt sozusagen funktionieren. Das heißt, man kann auch solche Sachen wie im Sinne von Mr. Robot Spy On oder Promote oder sowas machen. Man kann da auch komplett andere Sachen machen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt an Spieler denken oder sowas, der kann sich rumbewegen oder keine Ahnung, was er machen möchte. Er kann Nachrichten schreiben, eben all diese Dinge, die man hier als Methoden für die User-Klasse an sich sowieso modellieren würde, die sind hier zusätzlich noch drin. Das heißt, man hat nicht nur die CRUD-Methoden für die Datenbank-Input-Output-Sache, sondern man hat zusätzlich auch noch normale Methoden, die zum User passen. Alles in ein und derselben, ja, Klasse im Endeffekt. Das heißt, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, der User ist ein Active Record, weil er erstens mal active ist im Sinne von, er gehört zur Domäne an, er gehört ganz normal dazu, man kann mit ihm normale Dinge machen, die man sonst auch mit einem User gerne machen möchte, plus er ist ein Record, weil er eben auch auf die Datenbank zugreifen kann und sich selbst verwaltet. Er ist wirklich dafür verantwortlich, auch sich selbst zu verwalten. Das heißt, wenn ein User sich nicht selber in die Datenbank reinschreiben kann oder sich löschen kann oder sowas, dann ist es kein Active Record. Der muss das alles selber können. So, das ist jetzt die völlig andere Schiene gewesen zum Table Data Gateway.
Nächstes Mal schauen wir uns so ein paar Zwischendinge, oder die nächsten paar Male schauen wir uns ein paar Zwischendinge an. Denn der Active Record ist immer noch nicht ganz perfekt, weil er ist sehr, sehr, also er ist schon sehr, sehr gut, sage ich jetzt mal. Aber das Problem ist, dass wir hier eben sehr viel Code haben, der eigentlich die Klasse ein bisschen arg aufbläht. Das heißt, wir haben hier eine User-Klasse, die halt enorm gigantisch ist und das möchte man ganz gerne oftmals auslagern und das werden wir uns auch noch angucken, wie das möglich ist. Okay, wir hören uns dann also wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt das Ganze soweit verstanden. Einfach ansonsten nochmal neu angucken oder mir Fragen stellen oder sonst was. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Gut, wir hören uns. Bis dann. Ciao.